Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei DuffTale Games Euro Fishing, eurem Angelsimulator. Mein Name ist Müsa und bei uns blinkt's und piept's, das heißt, wir sollten mal anfangen. Zu drillen und die Fische hineinzuholen. Wenn ihr es gesehen haben solltet, beim letzten Mal haben wir seinen ersten Wels reingeholt. Es war zwar noch kein Riese, aber Mädels und Jungs, klein wie man es auch ist. Ich bin stolz darauf, dass wir es geschafft haben, den ersten Catfish einzuholen, den ersten Wels. Sind doch schüchterne Einzelkarpfen. Jetzt ist nur eine Gattung, die wir noch nicht gefangen haben. Und das ist der Lederkarpfen. Was wir dafür brauchen, weiß ich ja noch nicht. Und wie immer, wenn ihr dafür Tipps habt, für Lederkarpfen, was man dafür, womit man den am besten fängt, immer her damit mit den Tipps. Ich werde euch auch an meinem ersten Fang visuell und hörbar teilhaben lassen. Akustisch quasi, ne? So, was haben wir hier? Für ein Bürschchen. Die Fischgrillen. Komm raus jetzt, ne? Oh, Herr, komm jetzt. Herr Gott im Himmel. Oh, leck mich doch am nicht näher genannten. Jetzt komm hier hin. Wer weiß, wie weit der eine Fisch schon rausgeschoben ist. Das wird doch schon wieder ein Kampf, wo sich die paar die ganze Meter reinge. Nicht schlecht. Ein Spiegelkarpfen und 10 Kilo, 10,3. Die Angel Zoo. Und nach dieser Session werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen na, wie heißt es denn? Weiter ausrüsten. Wie gesagt, einen größeren Köder wollten wir haben. Ich weiß noch nicht, ob ich auf die Dumbbells weitergehe. Die gelben Dumbbell hatte ich damals, glaube ich, für die ganzen Catfishes, bevor mein Profil sich verabschiedet hat. Ob uns den holen. Oder große doppelte Maisflocken. Und eine neue Schnur drauf, also noch eine stärkere. Ich habe jetzt die, ich glaube, 15 Pfund Schnur. Und was wir auf jeden Fall brauchen, sind mal, vielleicht mal noch größere Haken, aber die reichen erstmal. Mal eine neue Angel und Spulen, die schön übersetzt sind. Ja, ja. Wenn Männer einmal shoppen gehen, ne? Oh, das erste Mal gepiept heute. Ja, wir haben die Bremse auf 22. Aber ich weiß nicht, ob das an einer neuen Schnur liegt. Kann natürlich auch, ne? Ja, ist noch nichts Ernstes. Hoffe ich.
Und an Angel 1 haben wir auch wieder etwas hängen. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Fisch. Aber um euch diesen zeigen zu können, müssen wir erstmal diesen hier haben. Das müssen wir nicht, aber mit dem haben wir jetzt so lange rumgekämpft. Den wollen wir auch rausholen. Oder meint ihr nicht? Der macht schon wieder einen Meter, der Sack. Oh. Müssen ein bisschen aufpassen. Oh, dieser Wels ist schon schöner. Aber so Wellen sind schon echt hässlich, ne? 16,4 Kilo. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, mit welcher Angel ich ihn rausbeute. Mit Angel 2 scheinbar. Also beide Wälse, die ich bis jetzt gefangen habe in diesem Spiel und auch sogar in dieser Session, habe ich mit Angel 2 rausgeholt. Und somit werden wir Angel 3 auch sehr wahrscheinlich mit demselben Köder ausrichten. Dann gehen wir nicht mit Angel 1 auf Fische, die wegschwimmen, auf Karpfen, und mit Angel 2 und 3 versuchen wir dann weitere Catfishes zu holen. Was ist denn hier hinten alles los mit was ist das für ein Vieh hier hinter mir? Ist ja fast gruselig. Ne? Macht's. Seitdem ich vorhin mal den Perspektive gewechselt habe, an Angel 2 haben wir schon wieder was dran. Seitdem ich vorhin die Perspektive gewechselt habe, geht die Kamera gar nicht mehr so schön mit. Wo der Fisch jetzt gerade ist. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder, wenn ich ihn erstmal Land hatte. Das sehe ich natürlich auch nicht. Ein Gemeinkarpfen von 8,65 Kilo. Und die Viecher im Hintergrund schreien und schreien und schreien, als würde es keinen Morgen geben. Ja, den habe ich richtig toll ausgeworfen, muss ich sagen. Nee, so kann ich das nicht lassen. So, Angel 2, komm herbei. Oh, wir müssen nur 10 Meter drillen. Vielleicht ist er schon müde. Und das Vieh im Hintergrund macht immer noch Krach. An Angel 1 haben wir schon wieder was dran. Das ist doch wohl die Höhe hier. Das geht ja wie das Katzenbiegen. Wie das Katzenfischen, meine ich. Hey. Ja, der Kollege kämpft auch wieder ordentlich.
Ja. Ich hab's gewusst, dass der nochmal abhaut. Deswegen habe ich den Kescher gar nicht jetzt bereitgelegt. Weil die Fische ärgern uns natürlich hier auch gerne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Gepiepse nervt ja manchmal, ne? Aber wir wissen ja, dass eigentlich was Gutes ist. Ein gemeinen Karpfen von... Ich habe jetzt vergessen. Entschuldigung. Ah, die Angel legen wir noch weg. Damit wir hier nach dem Cut machen können und nach den Köhnern schauen können, die wir kaufen wollten. Wo wir uns schon mehr leisten können. Oh, über 10 Meter ist tief, wo der Fisch gerade ist. Aber also, er wird ganz anscheinend fette... Was wird die Kamera wieder das machen, was er da, wozu er da ist, hier, nämlich dem Fisch folgen, den wir in der Angel haben. Ach, wenn das Wasser welches klar wäre, wenn wir wüssten, was es für ein Brocken ist, ob es sich wirklich lohnt. Diese Arbeit. Dann wäre ich erleichtert. Da. Aber so ist die Überraschung natürlich größer, ne? Das ist wieder ein Spiegelgarpfen von 7,5 Kilo. Mit diesem Bild verabschieden wir uns jetzt bis zum nächsten Mal. Ich wünsche natürlich Petri heil. Horido joho. Alles Gute. Bleibt ordentlich. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.